www.kindernetz.de. In das grüne Buch trägt er alles ein, was er wissen muss zu Tieren, ob sie groß sind oder klein. Tief im Wald, ob unter ganz so steckt, die wilde Lichtnummer 5, das ist sie entdeckt. Er weiß genau, was euch gefällt. Kommt in den Onyx grüne Welt. Olli, wo bist du? Wir wollten doch ein Sonnenbad im Park nehmen. Ich komm nicht mit. Wieso nicht? Zu riskant. Wieso riskant? Wo bist du überhaupt? Ah. Hier. Für die Geisterstunde ist es aber noch ein bisschen früh, was? Ja, und viel zu hell und viel zu sonnig. Das ist ja gerade das Problem. Hä? Na, ich hab das Gefühl, dass meine schönen Streifen in letzter Zeit immer blasser werden. Und das liegt bestimmt an der Sonne. Ja, die bleicht nämlich die Streifen aus. Hm? Und deshalb trägst du diesen Fetzen? Ja, der schützt mich vor der bösen Sonne. Aber Olli, du brauchst deine Streifen doch sowieso nicht. Na, hör mal. Die habe ich von meiner Tigermama geerbt. Klar brauche ich die. Bloß, wozu braucht Mama die? Mist. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wen ich da fragen muss. Die Tiger müssen hier doch irgendwo sein. Die leben doch auch im dichten Urwald gestrüpp. Ah, ich werde dich schon finden. Oh, das ist Franka. Die kann ich fragen. Hey, pst, Franka. Ja, wer bist du denn? Es sieht zwar nicht nach Olli aus, aber es ist hundertprozentig Olli drin. Und warum versteckst du dich dann unter diesem Tuch? Na, wegen meiner Tigerstreifen. Die bleichen sonst von der Sonne aus. Also das glaube ich ja nicht. Unsere Tiger liegen den ganzen Tag in der Sonne. Und das tut ihren Streifen überhaupt nicht schaden. Aber das Beste ist, ich zeig sie dir. Komm einfach mit. Oh, klasse. Ich lerne die Verwandten von meiner Mama kennen. Das nehme ich mal gleich mit meiner Olli-Cam auf und schicke ihr ein Video. Mhm. So, Olli, da gehen wir jetzt mal rein zu unseren Tigern. Du kommst einfach hinter mir her. Das mache ich doch glatt. Mhm. Wer ist denn das hier? Das sind jetzt unsere beiden Jungtiger. Und zwar ist das die Selenga und der Taimir. Die beiden sind jetzt anderthalb Jahre alt. Aha. Und wurden hier bei uns geboren. Da oben auf dem Dach liegt der Kater, das ist der Taimir. Und hier unten, das ist die Selenga. Und wie kannst du die auseinanderhalten, Franka? Ja, die Selenga ist als Tigerkatze schon deutlich daran zu erkennen, dass er in kleineren Kopf hat, aha, dass er alle katzentypischen Merkmale langsam ausbildet. Mhm. Beim Kater sind das die katertypischen Merkmale. Das siehst du ganz deutlich schon an dem starken Backenbart, den er hat, den deutlich größeren Schädel. Mhm. Jetzt kommt der Taimir runter. Oh. Genau, komm, zick. Aha. So ist es. So ist ein Groll. Nein. Sag mal, Franka, warum haben die Tiger denn nun eigentlich Streifen? Ja, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist ja ein Tiger eine recht große Katze und muss unter anderem davon leben, dass er sich Beute fängt. Das heißt, er muss sich in der Natur richtig gut einpassen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man eine möglichst unauffällige Zeichnung hat. Hier im Moment sieht es natürlich sehr auffällig aus mit den Streifen. Aber draußen, wenn man die Tiere in der Steppe, im Wald oder auch in großen Grasebenen sieht, können die sich wunderbar auflösen durch diese orangen Grundzeichnung mit diesen schwarzen Streifen und den weißen Absätzen. Wir haben dann auf unseren Außenanlagen ja auch grün. Und wenn wir dann nachher mal hingehen, kannst du dir das mal angucken, wie sich so ein Tiger draußen in der Natur trotz der auffälligen Zeichnung fast auflöst, sodass er manchmal gar nicht wirklich auf den ersten Blick zu sehen ist. Du siehst, Olli, unsere Tiger haben all ihre Streifen noch und die baden wirklich gerne in der Sonne. Ich denke, deine Angst ist völlig unbegründet. Also, wenn du das sagst, dann darfst du mich jetzt auch enthüllen. Na dann. Puh, danke dir. So ist's besser. Es wurde mir sowieso langsam zu warm. Im heißen asiatischen Dschungel wäre ich mit dem Ding
Wahrscheinlich schon längst geschmolzen. Das glaube ich auch. Aber Tiger gibt's nicht nur im heißen asiatischen Dschungel. Na klar. Die gibt's doch auch in, ja, wo eigentlich? In Sibirien zum Beispiel. Sibirien? Da ist es doch schrecklich kalt. Bis zu minus 40 Grad können da werden. Aber das macht den Tigern überhaupt nichts aus. Die sind von der Natur aus bestens ausgestattet. Die haben das dickste Fell von allen Tigern überhaupt, haben eine ganz dichte Unterwolle und eine kleine Fettschicht, die sie vor der Kälte isoliert. Boah, das muss ich sehen. Willkommen in der eisigen Taiga Ostsibiriens. Hier lebt der sibirische Tiger, der auch Amur-Tiger genannt wird. An einem normalen Tag ist es dort minus 30 bis minus 45 Grad kalt. Stellt euch das mal vor. Aber das macht dem sibirischen Tiger nichts aus, denn er hat ein richtig dickes Fell. Und, wie Franka schon gesagt hat, eine Fettschicht darunter. So kann er die extreme Kälte locker aushalten. Als Tiger immer alleine durch sein Revier zu streifen, das muss aber manchmal auch langweilig sein. Schon, aber allerdings hat er so mehr Beute für sich. Ah, stimmt auch wieder. Was jagen meine Verwandten eigentlich am liebsten? Na, Tiger fressen Wildschweine, Hirsche. Und die im Dschungel leben, die verschmähen sogar kleine Krokodile nicht. Kein Wunder, die können ja auch nicht so schnell wegrennen. Stimmt, aber ein Tiger jagt eh seine Beute nicht so hinterher. Der schleicht sich an und setzt dann auf den Überraschungsmoment. Klar, weiß ich doch. Er schleicht sich im Unterholz langsam an seine Beute an und dann... Zack, hat er sie. Meistens jedenfalls. Nicht immer, wie wir gleich sehen werden. Normalerweise sind Tiger perfekte Jäger, oder Franka? Stimmt schon. Allerdings ist nicht jeder Jagdversuch auch erfolgreich. Wildschweine und Hirsche haben gute Ohren und Nasen. Außerdem sind sie verdammt schnell. So ein Tiger muss ganz vorsichtig bei der Jagd sein. Er will ja nicht verletzt werden. Die Beutetiere sind oft sehr wehrhaft. Hirsche durchs Geweih, Schweine durch ihre Zähne. Und ein Tiger darf auf keinen Fall verletzt werden bei der Jagd. Ja, denn er ist ganz auf sich allein gestellt und keiner kann ihm helfen, weil er ja kein Rudel hat. Ja, ein Tiger kann nur überleben, solange wie er groß, stark und gesund ist. Ja, aber hier kann euch ja zum Glück nichts passieren. Was kriegen Tomak und die anderen eigentlich zu fressen? Bei uns hier bekommen sie Rindfleisch, Pferdefleisch, Schafe, Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen, Geflügel, aber auch Fisch. Und natürlich hier solche Bälle, gefüllt mit Fleisch, Futtertieren oder anderen Leckerlis. Das verstecken wir hier drin, damit unsere Tiere ein bisschen beschäftigt sind und was zum Spielen haben. Das ist ja ein richtiger Fleischklops. Stimmt. Aha. Oh. Das scheinen sie zu mögen. Aber natürlich auch Eislollis nehmen unsere Tiger gern. Was wollen die denn mit so einem kleinen, mickrigen Eislolli? Ach so, das meinst du? Das nenne ich mal ein Eislolli mit Originalfleischgeschmack. Ich stehe ja eher auf Waldmeisterbrause oder Schoko. Na, unsere Tiger haben da einen einfacheren Geschmack. Wollen wir den jetzt rüberwerfen? Au, ja. Aber wo sind sie denn? Die kommen, wenn wir so rufen. Wenn die sehen, dass sie was bekommen, sind sie gleich hier. Ah, hey, schwingt die Pfoten. Es gibt Lolli von Olli. Also ich würde den nicht schaffen, der wäre mir zu schwer. Schaffst du den darüber zu werfen? Ich kann es mal versuchen, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn der ins Wasser fällt, unsere Tiger gehen wahnsinnig gerne baden. Na dann. Thank you.
Olli, du bist doch noch immer hier. Ja, das macht richtig Spaß, den Tigern beim Spielen mit ihren Eislollis zuzusehen. Aber irgendwie ist es auch grausam. Wieso denn grausam? Na ja, ich kriege schreckliche Sehnsucht nach einem eigenen Eislolli. Das dachte ich mir. Willst du auch einen? Ja. Hab ich extra für dich gemacht. Waldmeistergeschmack. Boah, lecker, lecker. Lass mich noch mal. Oh, lecker. Das nächste Mal bringe ich meinen Freund Tüftel mit. Der ist zwar kein Tiger, steht aber trotzdem total auf Eis. Kannst du machen. War das lecker. So, dann wollen wir mal. Tiger leben in fast ganz Asien. Von Indien bis ins ferne China. Auch in Sibirien gibt es sie. Sie sind Einzelgänger und bewohnen ein festes Territorium. Tiger sind durch ihre Streifen gut getarnt. Bei ihrer Jagd schleichen sie sich lautlos an ihre Beute an oder lauern geduldig in einem Versteck. Tiger gehören zu den bedrohten Tierarten und sie sind streng geschützt. So, und nun geht's ab nach Hause. Vielleicht ist Tüftel ja noch da. Dann können wir in den Park gehen und ein Sonnenbad nehmen. Hallo Tüftel, ich bin wieder da. Tüftel? Tüftel! Hallo Olli. Kommst du gerade aus dem Park? Na klar. Mir kann die Sonne nichts anhaben. Ich bin streifenlos. Dir macht die Sonne nichts aus? Dann nimm doch bitte mal die Brille ab. Sieh mich mal an, Tüffel. Jetzt siehst du fast aus wie ein Erdmännchen. Was ist los? Kindernetz.de